möchte euch mal ein kleines, aber feines Spielchen mit dem T10 nochmal hochladen. Heute ist Hochladetag, ich hatte schon mal was hochgeladen. Ich verrate schon mal so viel, ein kleines, nettes Panzerass. Und ich muss sagen, der T10 ist so ein kleiner Geheimtipp auf Stufe 9. Also mir gefällt er. Und den sollte man eigentlich viel, viel öfter fahren, weil er macht richtig Spaß manchmal. Ne? Also er hat auch einen klasse Durchschlag auf der Premium, auf der Heat 340. Das ist auch relativ selten im Stufe 9, 9er Bereich. Die meisten haben so, keine Ahnung, mit der Premium-Munition 300, 310. Wie gesagt, manchmal funktioniert er richtig schön und es macht Spaß mit dem zu spielen. Ja, ich fahre die Standardpulsi an am Anfang. Jetzt kommt erstmal ein richtig schlechter Schuss, aber egal, der Anfang. Meine Anfänge sind meistens, ich habe jetzt schon mal eins hochgeladen, ist meistens ziemlich beschissen, weil ich komme dann immer hinten raus, ne? Late Game Carry sozusagen. Egal. Gut, das war der beschissene Schuss. Siegfriedlinie mag ich eigentlich gar nicht so besonders, weil es ist eigentlich, weiß nicht. Das Feld ist eigentlich unspielbar. Ich bin jetzt nicht so der Leitfahrer. Und in der Stadt ist halt nur einfach nur Eckengebumse, ne? Für einen Med ist es manchmal ein bisschen schwierig zu spielen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ich glaube, es waren, weiß nicht, waren es 4.500? Aber ich greife zu sehr vor. Und da wollte ich einen Kill in Schafutur, aber war ein bisschen zu spät. Und dann habe ich gesehen, hinten auf der Nullerlinie kommt das 2684 Platoon. Gleich gehen sie wieder auf, das seht das. Da auf C0. Jetzt passiert noch nicht viel, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Hinten raus wird es richtig lustig. Ich wollte da nicht alleine vorfahren in die Ecke da unten, wenn dich nämlich die 2684 rommeln, bist du ganz schnell Geschichte. Da reicht dann meine Kanone dann doch nicht ganz. Ich hatte immer gehofft, dass sie da runterfahren. Jetzt sieht man schön auf B6, wie die T57 Heavy, das andere Platoon, das merkt auch, dass die da drüben sind und jetzt rüberziehen. Also manchmal lohnt es sich einfach ein bisschen auf die Teammates zu warten und nicht einen auf Held zu machen und einfach vorzupreschen. Da ist man schneller tot, wie man gucken kann. Ich habe gewusst, die kommen jetzt. Von hinten die T57, jetzt habe ich ein bisschen mehr vorgewagt, weil das andere Platoon auch schön aufgepasst hat. So, gehen wir in die freie Kamera. Da hinten kommen sie schon, die Mädels oder die Buben. So, ich gehe mal wieder auf mich. Und da habe ich immer noch gehofft, dass die durchfahren, aber irgendwie haben sie, glaube ich, den Braten gerochen. Naja, dann. Da waren meine schweren Jungs. Und dann, wenn die Team jetzt da seid, dann könnt ihr dann vorfahren. Aber alleine mit 9er gegen 2-2-6-8-4 bringt gar nichts. Das war ein richtig Scheißschuss. Scheißschuss. Ihr wisst, was ich meine. Klippt jetzt erstmal der T57. Wollte ich ihn ein bisschen shielden, dass er wegkommt. Wisst ihr, wenn ich jetzt da allein vorgefahren wäre, wären die auf mich drauf gerommelt und es wäre es dann gewesen. So hatte ich meine starken Jungs dabei. Konnte man Damage anbringen, ne? Oder sagen wir mal, ein Kill. Damage ist ja noch nicht viel. Was man hier sieht, ich habe mir bei diesem Spiel jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen Zeit gelassen. Okay, das ist jetzt scheiße. Ich habe gedacht, ich kriege ihn raus oder kann ihn penetrieren. Aber lasst euch Zeit, die Schüsse einzuzielen. Da habe ich ordentlich kassiert, auch im E75, T30. Aber nehmt euch Zeit und nicht so überhastet schießen. Das sieht man oft bei mir. Ich hämmer dann einfach ganz schnell drauf und dann schieße ich daneben. Ja, in so 2684 kannst du halt nicht viel Fehlschüsse erlauben. Ne? Ja, jetzt bis jetzt von der Runde her noch nichts Besonderes. Wir hatten hier jetzt erst 1000 auf der Uhr.
auf dem Zähler. Und jetzt habe ich gesehen, dass da hinten die Maus kommt. Ich dachte, gut, okay, ich habe einen 340er Durchschlag. Müsste man packen. Oh, ich bin kurz mal unsicher, was die Maus macht. Der hat einen Freund dabei. Und dann war er auch schon tot. Und dann hat mir die Maus den Gefallen gemacht und hat den Turm rüber gedreht. Das ist natürlich sehr lieb von ihm. Sie ist nicht bezahlt worden von mir, ich schwör's. Ich habe ihn gar nicht interessiert. Da, nee, das sage ich natürlich nicht nein. Also wer würde da nicht nein sagen? Ne? Jetzt hat er mich realisiert. Denn in so einem Fall, wenn du flacher Panzer bist, schön ran an die Maus. Jetzt wird es ein bisschen heikel. Jetzt hat der Hintermann mir einen Gefallen getan. Stück E75 nehmen wir auch immer gerne mit. Und jetzt wird die Runde interessant. Es ist noch nicht gewonnen, erst 9-6. Der 140er campt da hinten ab. Ich glaube, der war ein bisschen verwirrt. Er hat gedacht, der wäre ein TD. Ja, manchmal macht der T10 richtig Spaß. Ne? Ich hatte noch 600 HP. Ab geht die Luzi. Reicht doch für einen Schuss. Von fast jedem hier. Ne? Ich war gut drauf. Fit. Dynamisch. Motiviert. Ne? Warum schreie ich eigentlich so ins Mikro? Egal. Der T10 war auch noch full da hinten, da sage ich natürlich auch nicht nein. Also wenn da einer full HP rumfährt, muss ich gleich hinfahren. Der T10 ist nicht ganz so schnell, aber wenn er da ist, ist er da. Hallo. Das 140er war zu hinten in der Ecke. Da war ich auch nicht mehr ganz sicher. Wo er dann ist, hat sich wahrscheinlich verlegt. Genau, so war das. Ja, stimmt, am Schluss. Ja, wartet mal ab. Wird noch richtig lustig. Da habe ich gedacht, scheiß drauf, ich habe 600 AP drauf, auf ihn drauf. Ja? Er macht mir auch einen Gefallen. Und der Hintermann nimmt ihn raus. Volley. Jetzt haben wir noch zwei Klicker und das 140er. Erstmal einen Moment warten, dass man zugeht. Das ist auch mal wichtig. Nicht gleich weiterfahren. Einfach ein paar Sekunden warten. Ich war aber, glaube ich, auch viel zu schnell wieder weggefahren. Ich hätte noch ein bisschen länger warten können. Aber ich war wie eskaliert. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war ja. Ich hatte ja Schaum vom Mund, ne? Naja, fast. Und jetzt habe ich es erstmal nicht geschnallt. Da war er. Hat er sich da hinten versteckt, die Zecke, ne? Immer den Panzer ein bisschen bewegen. Mit den T10 einfach nur unwiderstehlich. Und? Da war ich betäubt. Gerade so erwischt. In letzter Sekunde, obwohl ich betäubt war. Tja. Ich würde sagen, das war ein richtig geiles Spiel. Also für mich war es ein richtig geiles Spiel, ne? Siegfried-Linie. Und ja, war ein Panzerass, zwei Kills nur, aber hat Spaß gemacht. Wenn es so knapp ist, also wirklich die letzte Sekunde dann am Schluss 140er. Ich habe einen Tick schneller, hatte ich nachgeladen. Ja, und hatte den rausgenommen. Ich werde es heute Abend noch hochladen. Ja, viel Spaß beim Angucken, oder ihr habt es jetzt angeguckt, wenn ihr das hört, ne? Und gerne einen Daumen hoch dafür, und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr ja gerne Runde abonnieren. Ist alles gratis, ne? Das Abo. Und ich würde sagen, bis die Tage. Ne? Bleibt gesund und guten Wochenstart. Heute haben wir ja Sonntagabend. Guten Wochenstart morgen an euch, gell? Okay, macht's gut. Ciao.